Hallo, ich bin Jan Hovens und ich möchte euch in diesem Film das Yahoo Elohia-Gerät vorstellen. Mit dem Yahoo Elohia-Gerät lassen sich Holzgegenstände verzieren, wie zum Beispiel hier auf dem Deckel eines Döschens oder auf der Seitenwand einer Dose. Dabei lassen sich mit verschiedenen Fräsern unterschiedlichste Ergebnisse erzielen. Yahoo wird in Einzelteilen geliefert. Die Lieferung besteht aus einem für jede Bank individuell angefertigten Unterbau, einem Kreuztisch, einem Universaldrehteller, einer M33-Aufnahme sowie einem Universalbohrkopf und einer Gewindestange zur Befestigung des Bohrkopfes, sowie allen Schrauben und Muttern, die zur Montage benötigt werden. Zunächst wird der Unterbau auf dem Bankbett montiert und festgezogen. Danach befestigt man den Kreuztisch mit den mitgelieferten Schrauben. Dazu ist es nötig, den Kreuztisch einmal zu verschieben, damit alle Gewinde erreichbar sind. Im nächsten Schritt werden zunächst die Unterlegscheiben in den Universaldrehteller eingeschoben und dann die M33-Aufnahme eingedrückt. Schließlich wird die Aufnahme mit dem Drehteller und den Schrauben festgezogen. Nun wird der Drehteller mit der M33-Aufnahme auf dem Kreuztisch montiert. Dazu müssen die mitgelieferten Schrauben in den Schienen des Tisches eingeführt und schließlich fest verschraubt werden. Zum Schluss muss noch der Universalbohrkopf mit der Gewindestange fest verschraubt werden. Die Durchmesser der Kreise werden am Bohrkopf eingestellt. Für kleinere Kreise benutzen wir den mittleren Fräsersteckplatz, für größere den äußeren. Für Ornamente an einer Döschenwand verwenden wir den Steckplatz an der Außenseite des Bohrkopfes. Die Feineinstellung lässt sich an einem Gewinde am Bohrkopf einstellen. Feineinstellungen sowie die Fräsersteckplätze lassen sich mit einem Sechskantschlüssel fixieren. Der Abstand der Kreise zur Mitte wird mit der vorderen Kurbel eingestellt. Je weiter der Drehtisch nach hinten gekurbelt wird, umso größer der Abstand zur Mitte. Die Tiefe der Einfräsungen wird mit der Kurbel auf der rechten Seite eingestellt. Je weiter man kurbelt, umso tiefer die Einfräsung. Um nach einem gefrästen Kreis zum nächsten zu gelangen, drehen wir die Kurbel auf dem Universaldrehteller entsprechend weiter. Bei einem Döschen mit 18 Kreisen müssten wir also nach jeder Fräsung die Kurbel um 20 Grad verstellen, einfräsen und die Kurbel wieder um 20 Grad verstellen. Als erstes wird der Bohrkopf mit Hilfe der Gewindestange festgestellt. Dann stecken wir den Fräser in den von uns gewünschten Steckplatz. Die Feineinstellung nehmen wir zunächst nach Augenmaß vor. Jetzt bringen wir Yahoo mit dem Döschen in die richtige Position. Der Deckel sollte nun bei einer gleichmäßig tiefen Fräsung rechtwinklig zum Bankbett positioniert werden. Nachdem wir Yahoo festgestellt haben, wird das Döschen mit Hilfe der Kurbel an die endgültige Position gefahren und noch einmal durch Drehen des Kopfes simuliert, ob der Fräser komplett auf dem Deckel fräst. Nach der letzten Feineinstellung wird der Fräser fixiert und der Drehteller auf 0 Grad gestellt, damit es sich im Folgenden einfacher und genauer arbeiten lässt. Nun erfolgt die eigentliche Fräsarbeit. Zunächst fräsen wir mit Hilfe der Kurbel auf der rechten Seite bis zur gewünschten Tiefe.
Haben wir diese erreicht, stellen wir die Skala an der Kurbel auf 0, um für die nächsten Fräsungen die exakt gleiche Tiefe erreichen zu können. Nun wird der Fräser wieder herausgefahren und der Drehteller um 10 Grad verstellt, damit wir ein Döschen mit 36 Kreisen herstellen können. Diese Arbeitsschritte wiederholen wir nun, bis wir alle 36 Kreise erzielt haben. Fräsen, Drehteller um 10 Grad verschieben, wieder fräsen und immer so weiter. Zurück auf der Nullposition ist unser Döschen nun fertig georchiert. Um eine Wandung mit Ornamenten zu versehen, bewegen wir das Döschen seitlich zum Bohrkopf. Dabei sollte die Wandung des Döschens bei einer gleichmäßigen Ornamentierung parallel zum Bankbett positioniert werden. Die Tiefe der Einfräsung wird nun mit der vorderen Kurbel vorgenommen. Wir fräsen bis zur gewünschten Tiefe ein, markieren uns die Tiefe und kurbeln den Fräser zurück. Für ein Muster aus 12 Einfräsungen bewegen wir mit Hilfe der Kurbel am Drehteller die Dose schrittweise um 30 Grad weiter. Wenn wir mit der ersten Bahn fertig sind, bewegen wir das Döschen entsprechend der Breite des Fräsers zur nächsten Position. Um ein versetztes Muster zu erhalten, müssen wir nun den Startpunkt des Fräsers um 15 Grad verschieben. Wir stellen die Kurbel am Drehteller also auf 15 Grad, fräsen das erste Ornament und kurbeln dann auf 45 Grad, dann auf 75 und immer so weiter. Eine fertige Dose könnte schließlich wie hier rechts aussehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Entdecken der Möglichkeiten des Yahoo-Geräts.